So, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Und freue mich natürlich, dass Sie alle hier sind. In der letzten Stunde hatten wir uns mit dem Vorkommen und der Herstellung von Alkanen beschäftigt. Wir haben gezeigt, dass man Alkane über das Fischer-Tropsch-Verfahren machen kann. Das wurde während des Zweiten Weltkriegs entwickelt oder auch vorher, beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg verwendet von den Achsenmächten. Wir haben dann ebenfalls gesehen, dass man heutzutage die höheren Alkane natürlich technisch gewinnt durch Cracking und durch Destillation von Rohöl. Und wir haben uns dann letztendlich die chemischen Eigenschaften der Alkane angeguckt, was ausgesprochen glatt dann in Richtung radikalische Substitution ging. Und damit haben wir dann auch gleich das nächste Kapitel angefangen, nämlich Kapitel 3, die Halogenalkane. Hier haben wir das zum ersten Mal etwas gesehen, was sehr wichtig ist und was auch ganz kritisch ist, nämlich ein Reaktionsmechanismus. Und zwar ist das in dem Fall der Reaktionsmechanismus hier der Halogenierung von Alkanen. Und da haben wir gestoppt und da möchte ich jetzt natürlich weitermachen. So, wir hatten uns den Mechanismus der radikalischen Substitution angesehen und wir haben zeigen können, dass Sauerstoff diese Reaktion inhibiert, diese Reaktion, die ich Ihnen hier vorgestellt hatte, das ist eine sogenannte Radikalkettenreaktion. Das heißt deshalb Radikalkettenreaktion, weil Sie sehen, dass wenn Sie da mal reinkommen, dann geht es immer einfach immer weiter. Sie haben hier das Methylradikal, das reagiert mit Chlor und gibt Ihnen Chlormethan und wiederum ein Chloratom. Das Chloratom reagiert dann wiederum hier mit Methan zum Methylradikal. Das Methylradikal reagiert Ihnen wieder mit Chlor and so on, until the cows come home. Ne? Also bis in die Puppen, würde man das im Deutschen wahrscheinlich. So, das heißt also, das ist eine Kettenreaktion und Kettenreaktionen können Sie unterbrechen, wenn Sie die Glieder der Kette unterbrechen und das ist in dem Fall so, wenn Sie zum Beispiel jetzt Sauerstoff zusetzen, dann fangen Sie damit effizient die entsprechenden Methylradikale ab, konsequenterweise, wenn Sie das dann machen, hört die Reaktion auf. So, jetzt müssen wir uns die Positionsselektivität und überhaupt die Selektivität der Halogenierung ansehen. So, das erste Experiment, das smarte Leute gemacht haben, war die Chlorierung von Isopentan. Isopentan, wissen Sie natürlich, wie das aussieht. Das hier ist Isopentan, das können Sie natürlich dann auch gleich 2-Methylbutan nennen, aber es ist eben Isopentan. In Isopentan, und jetzt male ich das mal einfach so, dass Sie das ein bisschen... dass Sie das ein bisschen besser sehen, haben Sie offensichtlich 9 primäre H's, also das sind Methylgruppen, dann haben Sie 2 sekundäre Positionen oder H's und Sie haben dann ein tertiäres. Und wenn Sie das jetzt mit Chlor umsetzen, in einer
Radikal-Kettenreaktion. Und typischerweise können Sie das entweder durch Beleuchten machen oder Sie können auch irgendeinen Radikalstarter X zusetzen. Radikalstarter X, das kann der Dreck unter Ihren Fingernägeln sein, aber da gibt es auch Sachen, die effizienter sind. Dann finden Sie nach dem Reaktionsmechanismus, den wir in der letzten Stunde entwickelt haben, die Bildung von insgesamt drei Produkten. Nämlich Sie finden zum ersten Mal hier dieses Produkt zu 27%. Dann finden Sie das Produkt, wo der sekundäre H substituiert wird, das finden Sie in 36%. Und dann finden Sie ein weiteres Produkt, wo Ihnen das andere primäre halogeniert wird, in 14%. Und dann last but not least, finden Sie dieses Produkt hier in 23% Ausbeute. Also Sie sehen, dass die Chlorierung jetzt mal nicht besonders selektiv ist, aber wir müssen natürlich noch zusätzlich für die Anzahl der entsprechenden Wasserstoffatome müssen wir korrigieren. Das heißt also, Selektivität primär zu sekundär zu tertiär ist wie 41% durch 9, 36% durch 2 und 23% durch 1. Und wenn Sie das also alles mathematisch vereinfachen, dann kommen Sie zu einer Selektivität von 1 zu 4 zu 5. Also, das heißt, Ihre tertiäre Position wird um den Faktor 5 schneller und besser chloriert als Ihre primäre Position. Ja? Interessanterweise ist die sekundäre Position, hat eine sehr ähnliche Reaktivität, da ist eigentlich kein großer Unterschied. Das ist natürlich für chemisches Arbeiten im Laboratorium nicht besonders aufregend, weil Sie natürlich weil sich hier vier Produkte bilden, die Sie dann abtrennen müssen, und zwar auch ungefähr in ungefähr gleicher Menge. So. Die nächste Frage ist, woher kommt eigentlich diese Positionsselektivität? Ne? Das ist ja nicht statistisch. Also. Wenn Sie sich die Bindungsstärken im Isopentan mal ansehen, dann finden Sie Folgendes.
sehen, dass abhängig von der Position die Stärke ihrer CH-Bindung um fast 7 Kilokalorien unterschiedlich ist. Das ist eine ganze Menge. In Methan zum Beispiel haben Sie sogar eine CH-Bindungsstärke von 104 Kilokalorien pro Mol. So, woran liegt das? Das sind ja immer dieselben, funktionalen Elemente. Ne? So, wenn Sie sich die Stabilität der entsprechenden Radikale ansehen, dann finden Sie Folgendes. Also, Im stabilsten ist das Methylradikal, dann kommt primäre Radikale, dann sekundäre Radikale und die stabilsten sind dann hier die Tertianradikale. Also das gebildete Radikal, dessen Stabilität nimmt zu. Das heißt, wenn Sie sich diese Strukturelemente ansehen, da wird es eben immer leichter, das entsprechende Wasserstoff abzurupfen. Das ist am leichtesten, wenn Sie zu einem Tertianradikal kommen, und das ist am schwierigsten beim Methan. Beim Methan, wie gesagt, ist es ungefähr 104 und beim Tertiären ist es ungefähr 90 Kilokalorien. Das heißt, die CH-Bindungsstärke, die zur homolytischen Trennung, das ist ja eine homolytische Trennung, kleine Wiederholung, aus dem ersten Semester und aus der Schule kennen Sie ja, dass es sowohl homolytische als auch heterolytische Bindungstrennung gibt. Homolytische Bindungstrennung, da bekommt jedes Teil bekommt ein Elektron. Bei einer heterolytischen Bindungstrennung, zum Beispiel eine Deprotonierung, ist es so, dass Sie nur ein Proton abrupfen und dann zum Beispiel Ihr Kohlenstoffrest mit dem entsprechenden Elektronenpaar überbleibt. So. Bei homolytischen Bindungstrennungen spielen die Bindungsenergien hier und die Stabilisierung der entsprechenden entstehenden Radikale eine absolut kritische Rolle. Und in diesem Fall, also ist die Stabilisierung hier primärer, sekundärer und tertiärer Radikale sehr unterschiedlich und führt deshalb dazu, dass sie die beobachtete Positionsselektivität erhalten. So. Das ist die Frage nach der Struktur des Substrats. Wie sieht es bei der Struktur des Reagenz aus? Also, wenn Sie sich die Reaktion Methan plus X2 wird zu CH3X plus HX ansehen und sich dann die Reaktionsenthalpie angucken. Das können Sie deshalb machen, in dem Fall, weil Delta S ist ungefähr gleich 0. Sie fangen mit zwei
gasförmigen Teilchen an, sie hören mit zwei gasförmigen Teilchen auf. Konsequenterweise ist die Entropieänderung in der ersten Approximation vernachlässigbar klein. Für x gleich f ist Delta H minus 130 Kilokalorien pro Mol. Das heißt aber zum Beispiel, auch wenn Sie fluorieren, kann das durchaus sein, dass Sie nicht nur die CH-Bindung trennen, sondern dass Sie auch Ihr gesamtes Gerüst kannibalisieren und dass auch Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen hier angegriffen werden können. Weil Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen sind mit ungefähr 90 Kilokalorien pro Mol, wenn Sie Fluor zugeben, sind auch kein Problem. Das heißt also, Fluorierung, direkte radikalische Fluorierung werden praktisch kaum durchzuführen und sind auch sehr unangenehm. Für Chlor ist die Bilanz mit minus 25 Kilokalorien pro Mol . Das ist exotherm, das kann man aber tatsächlich kontrollieren und radikalische Chlorierungen sind Industrie gang und gäbe. Wenn Sie zu Brom kommen, dann sind diese Reaktionen fast thermoneutral, aber ein kleines bisschen exotherm. Das heißt, Bromierungen sind sowohl im Labor als auch dann im größeren Maßstab sehr, sehr gut durchzuführen, weil die Wärmeentwicklung kontrollierbar ist. Das geht Ihnen also nicht durch. Ne? Und wenn Sie dann das Ganze mit Jod versuchen, da haben Sie dann ein Problem. Das ist plus 13 Kilokalorien pro Mol. Das heißt, radikalische Jodierungen funktionieren nicht. Ja, Sie können bromieren, Sie können chlorieren, aber jodieren können Sie nicht. Das heißt, wenn Sie Pentan mit Jod belichten, passiert gar nichts, nichts. Das können Sie machen, so lange wie Sie wollen, bis Sie schwarz werden oder bis Sie lila werden, was auch immer. Ja? Passiert nichts. Aufgrund der Thermodynamik. Gut, wie sieht das dann mit der Selektivität aus? Und da kann ich Ihnen jetzt eine kleine, ganz nette Tabelle aufmalen. Wir werden das alles, was wir jetzt gelernt haben, miteinander kombinieren. Dann haben wir Fluor, Chlor, Brom und Jod. Und wir haben natürlich jetzt hier dann primäre, sekundäre und tertiäre. CH-Bindungen. Und hier haben Sie einfach überhaupt keine Selektivität. Das heißt, das ist, oder kaum Selektivität, 1 zu 1,2. zu 1,4. Im Fall vom Chlor hatte ich Ihnen das ja schon gezeigt, das ist 1 zu 4 zu 5. Und wenn Sie dann mal Brom sind, ist es 1 zu 250 zu 6000 300. Und bei Jod funktioniert das Ganze natürlich überhaupt gar nicht. Das heißt, wir müssen uns auch nicht drum kümmern. So, das heißt also, für präparatives Arbeiten im Labor ist Bromierung das Mittel der Wahl.
Ebenfalls natürlich, weil wenn Sie jetzt als Chemiker irgendwo im Labor stehen und das machen wollen, ist Brom flüssig. Das heißt, Sie können Brom eigentlich ganz gut handhaben. Während Chlor natürlich in der Lecture Bottle verwendet werden muss und äußerst unangenehm ist. Hierbei handelt es sich um ein Reaktivitäts-Selektivitätsprinzip. Und das Reaktivitäts-Selektivitätsprinzip besagt, dass je reaktiver das Teilchen ist, desto weniger selektiv ist das Teilchen. Also je höher die Reaktivität, desto geringer die Selektivität. Vorsicht, das gilt aber nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn die Reaktionen diffusionskontrolliert sind. Es gibt andere Reaktionen, bei denen Reaktivität und Selektivität nicht in diesem inversen Zusammenhang stehen. Vorsicht! Also, wenn die Reaktionen diffusionskontrolliert sind, und das ist natürlich bei Radikalreaktionen immer der Fall, die Radikale reagieren diffusionskontrolliert, das alles passiert recht schnell, dann haben Sie dieses Reaktivitäts-Selektivitätsprinzip, sonst gilt es nicht. Ich werde das später noch ein bisschen mehr mit Leben füllen für Beispiele, wo das nicht gilt. So, was sind die chemischen Konsequenzen aus dieser ganzen Geschichte? Jetzt weiß nicht, wer da sozusagen mit. Und wie gesagt, eins unserer Lernziele wir haben ja verschiedene Lernziele in dieser Vorlesung. Und eins der Lernziele ist es hier, neuartige Verbindungen oder überhaupt, dass Sie lernen, Verbindungen herzustellen und Zugang zu Stoffklassen, dass Sie lernen, welchen Zugang es zu verschiedenen Stoffklassen gibt. Und in dem Fall ist es so, dass halogenierte Alkane außerordentlich wichtige Stoffklassen sind. Und zum Beispiel, Sie können jetzt Folgendes machen. Sie können jetzt hier 2-Methylpropan oder Isobutan können Sie zum Beispiel jetzt mit Brom umsetzen. Und Sie bekommen dann mit als einziges Produkt mit einer Selektivität von deutlich größer als 99% bekommen Sie dann einfach nur das Tertiobutylbromid. Ne? Hier nutzen Sie die Reaktivitäts-Selektivitätsgeschichte aus und entfernen selektiv hier das tertiäre Wasserstoff und bekommen dann Tertiobutylbromid als einziges Produkt raus. Das geht auch, wenn Sie zum Beispiel hier einfach Propan nehmen. Auch dann ist es so, dass Sie durch Bromierung das Isopropylbromid oder 2-Brom-Propan in größer als 99% Ausbeute hier isolieren können. Wo diese ganzen Reaktionen ebenfalls fantastisch gehen, sind natürlich die entsprechenden Zykloalkane, in denen natürlich jetzt per Definition oder per Symmetrie alle Positionen identisch sind und Sie können hier dann auch Cyclopropylbromid herstellen. Gut, damit möchte ich jetzt die radikalische Bromierung beenden und möchte zum Punkt 4 des Kapitels 3 übergehen, und zwar zu metallorganischen Verbindungen. Warum sind metallorganische Verbindungen und Halogenalkane, warum sitzen die zusammen in einem Boot? Der Grund ist, dass metallorganische Verbindungen durch Umsatz von organischen Halogeniden mit Metallen hergestellt werden.
Wissen Sie, ich habe, als ich studiert habe, einen Lehrer in physikalischer Chemie gehabt, Herrn Ertl. Herr Ertl hat immer die sogenannten Ertl-Kurven angemalt. Das ist hier die Zahl der Semester der Studierenden, die der Studierende auf dem Buckel hat. Das ist der generelle Lautstärkepegel L. Und der geht so runter. So, metallorganische Verbindungen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Also, ich habe wirklich Zeit. Okay, danke. Wenn Sie ein Alkylhalogenid, und in dem Fall nehme ich jetzt zum Beispiel Brommethan oder Jodmethan mit Lithiumstangen oder Lithiumsand umsetzen, dann erhalten Sie und X kann hier Chlor, Brom oder Jod sein. Ganz generell kann man diese Reaktion auch so darstellen, dass man einfach sagt, man nimmt zwei Metalläquivalente M und kommt dann letztendlich zu plus MX. Wie sind die Reaktivitäten hier bei diesen Reaktionen? Da ist es so, dass die entsprechenden Fluoride überhaupt nicht mehr reagieren in diesen entsprechenden Metallierungsreaktionen, also Metallierungsreaktion. Chlor reagiert, aber es reagiert schlechter als Brom. Und Brom reagiert nochmal schlechter als Jod. Das heißt also, am besten oder am schnellsten reagieren Alkyljodide, gefolgt von Alkylbromiden, dann Alkylchloride für Rx. X ist gleich in Metallierungsreaktion. So. Wie läuft das mit den Reaktivitäten bei den entsprechenden Metallen? Bei den entsprechenden Metallen ist Magnesium reaktiv, aber weniger reaktiv als Lithium. Das ist weniger reaktiv, deutlich weniger reaktiv als Natrium. Und das ist weniger reaktiv als Kalium. So. Magnesium ist schon ziemlich reaktiv, Lithium ist sehr reaktiv und Natrium und Kalium verwendet man im Normalfall in der organischen Synthese gar nicht. Oder sehr selten. Also, besonders herausgehoben R, Magnesium X oder auch Grignard-Verbindung.
Was man hier macht, ist, man nimmt ein normales Alkylhalogenid oder man kann auch ein Arylhalogenid nehmen, typischerweise RBR, setzt das mit Magnesiumspänen um und erhält typischerweise in Diethyläther und erhält R Magnesium X. Kurt, wann hat Viktor Grignard den Nobelpreis gekriegt? Kannst du es mal auf deinem iPad gucken? Ich denke, es könnte sogar sein, dass er es 1901 gekriegt hat oder sonst 1904. Also, wenn Sie sowas finden, dann kriegen Sie den Nobelpreis dafür. Das ist eine ganz wichtige Reaktion, ganz wichtiger Reaktionstyp. Hier ist der Mechanismus etwas schwieriger und da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ein Mechanismus, der über Radikalanionen abläuft und der an der Oberfläche stattfindet. Das werden Sie dann in späteren Vorlesungen noch weiterhören. Worüber Sie sich auch im Klaren sein müssen, dass mehrfach halogenierte Verbindungen wie Dichlormethan, Chloroform oder CCl4 nicht mit Natrium oder Kalium getrocknet werden dürfen. Wir werden irgendwie, wenn immer hier wir wieder Experimente machen können und wenn die Sicherheit okay gibt, werden wir zeigen, was passiert, wenn man Tetrabrom-Kohlenstoff oder Bromoform mit Natrium oder mit Kalium umsetzt. Das ist nämlich explosiv und das sollten Sie nicht zu Hause oder auch nicht im Labor machen. Also mehrfach halogenierte Lösungsmittel niemals mit Alkalimetallen trocknen. Und stattdessen verwenden Sie da P2O5. Gut. Okay, jetzt müssen wir zu einem sehr wichtigen Konzept kommen. Wenn Sie das verstehen, haben Sie ein Viertel sozusagen der organischen Chemie schon verstanden. Und zwar das Konzept der Umpolung. Wann war es? 1912, okay. Also Viktor Grignard hat den Nobelpreis 1912 gekriegt. Für Chemie. Das Umpolungskonzept. Wenn wir uns ein Halogenid ein ganz normales organisches primäres Halogenid ansehen hier, dann können Sie ja sehen, dass offensichtlich die CH2-Gruppe hier, dadurch, dass Sie einen elektronegativen Substituenten haben, eine positive Partialladung trägt. Konsequenterweise heißen solche Spezies Elektrophile. Ganz, 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 ganz wichtig. Je schneller Sie den Begriff Elektrophil und Nukleophil lernen und verwenden können, also so, je schneller der in Ihrem Arbeitswissen, in dem aktiven Arbeitswissen ist, desto einfacher wird das Ganze für Sie. Also Elektrophil und Nukleophil sind kritische Begriffe. Wenn Sie verwirrt sind, was ist das Elektrophil, was ist das Nukleophil, lernen Sie es, Nukleophile sind Dinge, die freie Elektronenpaare haben und Elektrophile sind eben Dinge, die dann mit den entsprechenden Nukleophilen reagieren. So, Sie können jetzt natürlich sagen, hierbei handelt es sich um ein Nukleophil, aber das stimmt natürlich nicht, weil Sie ja hier freie Elektronenpaare haben. Elektrophil bezieht sich in dem Fall auf das Kohlenstoff. Es handelt sich hierbei also um ein Elektrophil. Wenn Sie das jetzt allerdings mit Magnesium in einer Grignard-Reaktion umsetzen, dann passiert Folgendes. Sie kommen zu RCH2
Magnesium X. Und jetzt ist es auf einmal so, dass Sie hier ein fettes Delta Minus haben und hier ein fettes Delta Plus. Das heißt, Ihr elektrophiler Kohlenstoff hier ist auf einmal zu einem Nukleophil geworden. Das heißt, er ist umgepolt worden. Das ist das Konzept der Umpolung. Das Konzept der Umpolung besagt, dass Ihnen eine vorher elektrophile Spezies in eine nukleophile Spezies umgewandelt wird. Ausgesprochen brauchbares Konzept, auch ganz wichtiges Konzept, weil es Ihnen erlaubt, Elektrophile in dem Fall in Nukleophile zu überführen. Ne? Umpolung. So, wenn Sie jetzt so eine Grignard-Reaktion haben oder eine Organolithium-Verbindung haben, dann können Sie Folgendes machen. Also, das sollte man vielleicht hier. Fittig-Reaktion. Wenn Sie jetzt hier ein Nukleophil, diese Organolithium-Verbindung, mit einem Elektrophil vereinigen, also Nukleophil Elektrophil, dann reagieren die. Und zwar bekommen sie dann hier das entsprechende Kupplungsprodukt raus, das sogenannte Wurz-Fittich-Produkt. Diese Reaktion funktioniert auf dem Papier natürlich prima. Sie wissen ja, Papier ist geduldig. Die Ausbeuten sind in der Praxis aber sehr gering. Dafür gibt es gute Gründe, auf die ich jetzt aber hier nicht eingehen möchte oder eingehen muss. Aber das generelle Prinzip ist da. Identifizieren Sie das Nukleophil, identifizieren Sie das Elektrophil und dann kuppeln Sie Nukleophil an Elektrophil. Nukleophil plus Elektrophil reagieren. Nukleophil plus Elektrophil reagieren. Identifizieren Sie das Nukleophil, identifizieren Sie das Elektrophil, vereinigen Sie die beiden. Das ist 80% der organischen Chemie, dieses Konzept. Aber die einfachsten Dinge, also es dauert ja lange die einfachsten Dinge zu beherrschen. Das ist halt so und kommt mit der Praxis. So, da die Wurz-Fittich-Reaktion häufig in nur schlechten Ausbeuten geht, kann man letztendlich die Reaktivität der entsprechenden Organometallverbindungen modulieren. Und zwar, was man hier macht, man nimmt so eine Organolithium-Verbindung und setzt sie dann um mit Kupferjodid. Und man erhält dann in einer sogenannten Transmetallierungsreaktion, Transmetallierung, erhält man dann RCH2 Kupfer, also ein Kuprat. Also bei solchen Reaktionen ist es immer so, dass das weniger elektropositive Element an den Kohlenstoffrest gebunden wird. Das heißt also, wenn Sie jetzt Lithium nehmen würden, könnten Sie das mit Magnesiumchlorid umsetzen oder Sie könnten es mit Aluminiumchlorid umsetzen oder mit Zinkchlorid und dann würden Sie jeweils die entsprechenden aluminiumorganischen, zinkorganischen, magnesiumorganischen Verbindungen rausbekommen.
Und in dem Fall ist natürlich Kupfer ist wesentlich weniger elektropositiv als Lithium. Das heißt, sie kommen dann hier zum Kuprat raus. Und diese Kuprate sind damit natürlich auch deutlich weniger basisch, weil die Elektronegativitätsdifferenz zwischen Kohlenstoff und Kupfer wesentlich geringer ist. Also das heißt, diese Kuprate haben eine kovalente Bindung. Während in diesen entsprechenden Organolithium-Verbindungen sind die Bindungsverhältnisse hier so, dass es sich dabei um eine ionische Bindung handelt. Über die Bindungsverhältnisse in Organolithium-Verbindungen könnte ich im Übrigen eine eigene Spezialvorlesung halten. Die sind komplex, äußerst interessant und haben auch sehr interessante Auswirkungen auf die Reaktivitäten, aber das ist im Augenblick natürlich nicht das, was wir wollen oder machen sollen. Jetzt haben Sie Ihr Kuprat und dieses Kuprat reagiert jetzt sehr einfach mit einem entsprechenden Bromid oder auch mit einem Chlorid oder einem Jodid und Sie bekommen dann Kupferbromid raus, das ist die treibende Kraft hier, plus dann CH2R, Ihr entsprechendes Wurzfittichprodukt. Sie können natürlich jetzt auch ganz klar sagen, dass Sie einfach ein anderes Bromid nehmen, und das geht auch, und in einer SN2-artigen Reaktion, also hier ist es natürlich auch SN2-artig, finden Sie dann, dass Sie RCH2CH3 plus Kupferbromid hier erhalten als Produkt. So, damit kommen wir jetzt auch zum nächsten Untertopic, nämlich zum Untertopic, der auch super wichtig ist, zur nukleophilen Substitution. Darf ich? Also, Sie können das ja dann immer noch auf YouTube dann sich absaugen. Gut, also, nukleophile Substitution. In gewisser Weise ist die nukleophile Substitution das Herzstück oder eines der Herzstücke, offensichtlich hat organische Chemie mehrere Herzen, eines der Herzstücke der organischen Chemie. Was man unter nukleophiler Substitution versteht, ist Folgendes. Sie haben typischerweise ein Halogenid X und X ist typischerweise Bromid, kann aber auch Chlorid sein oder Jodid. Und lassen das reagieren mit einem Nukleophil Nu minus und Sie kommen dann letztendlich hier zum entsprechenden Substitutionsprodukt. Wenn Sie hier dann irgendwie Natriumsalz haben, also plus Natrium X, was Ihnen dann ausfällt hier und das. So. Was ganz wichtig ist, dass wir jetzt hier damit können Sie funktionelle Gruppen umwandeln. Warum? Sie haben hier ein Bromid oder ein Halogen und das ist natürlich eine funktionelle Gruppe. Und welches Nukleophil Sie auch immer verwenden, können Sie stattdessen einführen und dieses Nukleophil dient Ihnen dann oder ist dann eine neue funktionelle Gruppe. Das heißt, nukleophile Substitution dient zur Einführung von funktionellen Gruppen. Damit bin ich, glaube ich, schon wieder am Ende meiner Zeit für heute. Ich sehe Sie dann morgen wieder für die Doppelstunde. Da kann ich Sie dann weiter mit nukleophiler Substitution
Vielen Dank.